Andreas ist Professor für Architektur an der Bauhaus in Dessau. Und ja, also meine Verbindung zu Rydlicka kam eigentlich über Andreas, weil wir mit ihm zusammenarbeiten. Und so kam eigentlich auch dieses Angebot, diese Ausstellung hier zu machen. Das war eine ganz spontane Sache. Und ja, also deine Arbeiten sind hier. Vier. Also, was denkst du jetzt über, wo ist das Verhältnis zwischen Figuration und Abstraktion in deinem Werk? Beziehungsweise Form und Material? Also, es wurde schon vorher erwähnt und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die, die uns zuhören und so eine Klasse, die wir doch eigentlich eine heterogene Klasse sind, zu verstehen, was dieser Rydlicka angezogen hat. Ich würde mich an der Stelle charakterisieren, ich war total unbedarft. Ich hatte mein Abitur gemacht, ich hatte noch nie einen Stein gesehen, geschweige denn gesehen schon, aber nicht bearbeitet. Ich wollte an die Kunstakademie, hatte Schwierigkeiten mit meinen Eltern, musste das durchsetzen. Und dann kam ich irgendwie an die Stuttgarter Akademie, die war eben eine der Optionen, und sah die Skulpturen von Rydlicka auf dem Stuttgarter Platz. Das war der Sonnenlisten, der Sterbende und der Marsias. Leider in Bronze gegossen, aber eben öffentlich. Und ich muss einfach sagen, es hat mich so erschlagen, diese Plastiken. Sie waren faszinierend, sie waren auch abstrakt in gewisser Weise. Es stimmt, wenn er auch manchmal etwas anderes gesagt hat, man hat in den Sterbenden die Abstraktion gesehen, in einem ganz starken Maße. Nun, das ist vielleicht ein anderes Thema, es hat mich fasziniert und dann war mir ganz klar, zu dem gehst du, da willst du hin, das hat mich einfach begeistert. Und wir waren natürlich, wie gesagt, ich habe noch nie einen Stein gehauen, mich haben die Kommilitonen, der Bernd war da, der hat gleich die großen Dinger aufgestellt, da habe ich dann abgeguckt, er hat mir auch mal geholfen bei einem Stein, der ist uns allerdings umgefallen, das war nicht ungefährlich. Da waren Leute, die erfahren waren, mit dem Stein umzugehen, also man hatte sozusagen in der Infrastruktur die besten Möglichkeiten dort anzufangen, das war toll. Und ich kam auch schnell in diese Begeisterung und diese Faszination mit der Arbeit. Es war aber doch auch so, das gehört dazu zu diesem Bild, da kam ziemlich bald eine Ausstellung und Rydlicka sagte zum Beispiel zu mir, ja, wissen Sie, Andreas, in Ihnen steckt ein Abstrakter. Und irgendwie, ich bin heute am Bauhaus gelandet, er hat recht gehabt. Er war sehr feinsinnig und sehr sensibel, ganz anders als er manchmal in der Presse steht. Das war für mich damals nicht so leicht zu ertragen, denn ich wollte dazugehören, aber er hatte genau den richtigen Tenor gefunden. Ich muss im Grunde auch sagen, ich war manchmal froh, die Begeisterung für diesen Lehrer, Respekt vor seiner Arbeit war und ist groß. Aber ich habe doch auch sehr schnell erkannt, dass ich einen ganz anderen Weg gehen musste, dass ich das überhaupt nicht teilen kann, überhaupt nicht tragen kann, diese Nähe, diese Dichte, diese Haut, diese Oberfläche, die hat er gelebt, das war mir relativ fremd und trotzdem fühlte ich mich, und gerade dadurch fühlte ich mich eben angespornt, auch eben einen anderen Weg zu suchen. Ich bin das gerade mit. Auch genau mit, das wollte er auch, oder? Dass ihr alle euren persönlichen Stil, also euren persönlichen Weg geht und. Ich hoffe, ich glaube auch. Ich habe nie das Gegenteil gespürt. Es war nicht so leicht, dann in der Klasse zu bestehen, aber das gehört nun einfach dazu. Er war im Lichte der Öffentlichkeit, er hat das vertreten, für das er gestanden hat. Und das hat natürlich auch ihm, muss ich ganz nüchtern sagen, manche Grenzen auferlegt. Er hatte ein viel größeres Verständnis für die Abstraktion, als er gesagt hat. Er hat den Zyklus gemacht, Roll over Mondrian. Also diese Lehre der Abstraktion. Aber er hat bei Rodrova studiert. Er war durchaus mit der abstrakten Kunst vertraut. Und ich glaube, er hat sie in vielen Maße eigentlich eingesetzt. Allerdings sein Profil hat er an einer anderen Stelle dann gefunden.